No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Was geht, Leute? Halbfinale. Und ja, ihr seht richtig. European Champion aus dem letzten Jahr, Fabi im Halbfinale mit Black Yellow Luffy. Übrigens auch ein Mitglied von Team No Heroes, deswegen Grüße zu Fabi. Gegen Frille, ja, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, mit Nami, habe ich mir sagen lassen, eine Info, die uns gleich jemand sagen kann, der mit dabei ist im Commentary. Stell dich einmal bitte vor. Ich grüße euch allen. Ich bin der Armin Hajigasemi, auch ein One Piece-Spieler und kommentiere heute an der Seite von Abra mit. So sieht's aus. Arman ist heute am Start und ich habe gehört, der Nami-Spieler ist noch gar nicht so lange am Start, aber spielt schon auf einem Level wie vielleicht Leute nach 2 Jahren. Das ist richtig. Er hat vor 2 Monaten erst mit One Piece angefangen, ist aber ein Pro-Yugi-Spieler und der wurde von den Vize-Weltmeister, den Kroaten, Herr Vorwirch, wenn ich den Namen falsch ausspreche, tut es mir leid, wurde unterrichtet und ich bin jetzt gespannt. Wir sind sehr gespannt und wir haben richtig Bock auf das Game. Chat ist am Start. Ich hoffe, die, die das Video gerade schauen, sind auch am Start. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Ja. Boah, das wird ein geiles Match. Was sagen wir zu Black Yellow gegen Nami? Ist, glaube ich, Nami, ja, was sagst Nami du? Gut triggert. Hm. Wenn Nami gut triggert, wie gesagt, ist Nami Favorite in meinen Augen. Und ich weiß, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber soweit ich es weiß, dass Fabi auch keine Ace spielt, 5 Cross Ace, was auch das Matchup ein bisschen schlechter macht. Ja, da hast du recht. Dann schauen wir mal, ob das auch wirklich hier ausschlaggebend ist. Der Nami-Spieler hat gekeept. Der hat gekeept und Fabi macht Mulligan. Oh, ich sehe es an Fabi Ausdruck, der ist sehr, sehr aufgeregt. Aber verständlich, verständlich, natürlich. Ja, klar. Also ich sitze selber nicht und meine Hände sind am Schwitzen. Meine Hände sind auch am Schwitzen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, Freunde. Und wir gehen rein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und wünsche beiden hier viel Glück. Hoffentlich haben wir ein geiles Game. Let's go. Wir gehen rein. Und wir schauen mal zu, was Fabi hier reißen kann. Er geht auf jeden Fall schon mal Sank. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Und spielt auch direkt einen Luffy aus. Nami bei 3 mit Margaret, Draw 1 und Pass. Relativ simpel, relativ schnell. Fabi jetzt bei 4. Erstmal einen Garb. Dann noch einen Garb. Okay, das ist schon mal wichtig. Schon mal sehr, sehr wichtig. Starterdeck Luffy auch am Start. Das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, Fabi ist auch einer. Spielt das ganze Deck in Altert. Außer die Kids, die kleinen 2-Kost. Weil man die so schwer unterscheiden kann wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob der den Serial Luffy spielt. Hat er den? Ich habe mitbekommen, da lief ein Deal ab. Ich will jetzt keine Gerüchte auf die Welt setzen, aber ich habe da was mitbekommen. Mal sehen. Boah, das wäre jetzt krass, Freunde, wenn wir jetzt hier den Serial Luffy im Deck sehen würden. Wir haben auf jeden Fall erstmal einen starken Turn hier für 4. 3. Oh, das wäre schon geisteskrank. Schauen wir mal rein. 7K Swing, das wird natürlich geblockt. Und Nami jetzt wieder dran. 5 Dons für 3. Pilaf oder Margaret? Es ist Margaret. Draw 1 und dann der Pass mit 2 Dons. Falls ihr euch fragt, woher Fabi diese Sleeves hat, seine Don-Sleeves. Ja, Freunde, ihr seht das richtig. Der Mann hat letztes Jahr die Worlds gespielt und dort gab es dann als Teilnahme unter anderem diese Sleeves. Die haben wirklich dann auch nur die Nonplusultra-Leute, die dort gespielt haben. Richtig. Deswegen hat er die. Also Fabi letztes Jahr der Gewinner und gerade auf dem Weg eventuell Back-to-Back nochmal dahin. Man muss hinzufügen, komplettes Don-Set wird wahrscheinlich um die 40K wert sein. Ja, das ist schon sehr krass, ne? Ja, Freunde, auf dem Level befindet sich Fabi. Schauen wir mal rein. So, wir haben erstmal eine Flampe. Dann haben wir Luffy-Effekt. Geht damit jetzt schon auf die 0 Leben, aber macht ja auch Sinn. Mal schauen, was für eine Kombo der jetzt ausspielen kann. 2 Dos unter Lida. Muss auf jeden Fall sagen, er ist gut schnell runtergekommen.
Ja. auf Null leben. Sieht bis jetzt gut aus. Absolut. Mal gucken, wie sich das hält. So. Der hat jetzt noch drei Dons offen. Also er könnte einen Combo-Play mit einem Zweikost kann er auf jeden Fall machen. Ja, die Frage ist, für welchen er geht. Er hat sogar noch einen Don jetzt für Garb. Der wird jetzt noch kommen. Das ist der dritte Garb. Und findet einen Sabo. Dann Luffy-Effekt. Trasht Sabo ab, legt ins Live. Ah, das ist nur ein normaler Egghead Luffy. In Altert. Okay, Okay. aber er geht schon mal für die Combo mit Sabo. Also Manga Sabo sehen wir hier auch schon auf dem Board. Nicht verkehrt, aber ich weiß auch, dass Fabi mit seinem Lore Deck hat er auch die Queen Blocker, die Championships gespielt als Playset. Die gehen ja auch, keine Ahnung wie viel. Zu viel. Fabi, den juckt das nicht. Der spielt das, worauf der Bock hat. Ah, den kleinen Luffy hat er gezogen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich. Das ist sehr wichtig. Schmeißt ab, Ice Age Kusan. Die wirst du beide nicht gebrauchen, das passt. Und natürlich noch ein 9K Swing. Der wird geblockt. Mit 8 würde ich, glaube ich, nicht swingen. Wobei, was will er als 2-Cost-Event spielen, die. Ne, doch, dann kannst du swingen, ja, doch, das ist okay. Und geht für Spada. Top 3. Wir haben Mr. One. Wir haben Gavel und Apis. Und dann braucht er noch ein 2K, genau. Und das hat er, passt. Okay. Ja, die Kaya kommt gut. Sie läuft auch früh. Das ist schon stark. Nicht so verkehrt auf jeden Fall. Ja, hat gute Handkarten, um gut früh schon Karten zu ziehen, um sein Deck kleiner zu machen. Definitiv. Und passt auch mit drei offenen Dons. Also, falls jemand neu ist, der gerade zuguckt und sich fragt, hä, wieso macht Nami nix? Freunde, Nami, wie ihr sehen könnt, das Deck gewinnt, indem es auf null Deckkarten geht. Ja, es spielt quasi gegen sich selber, sagt man. Und deswegen sieht das auch so aus, ja. So, mal schauen, Und was Fabi jetzt macht. nur Ja. der Gewinner fliegt Richtig, zu den Worlds. guck mal, nur der erste Platz aus den ersten drei Finals fliegt. Zwei haben wir bereits schon. Richtig. Gerade wird der dritte quasi, also der dritte wird heute feststehen. Das ist gerade das Halbfinale. Und dann haben wir noch in Utrecht das große über 2000-Mann-Turnier. Dort ist dann erster und zweiter Platz, Freunde. Jawohl. So, wir haben jetzt hier einen So. Moria. Bin gespannt, was er holt. Kusan, ja. Kusan Sabo könnte er machen, aber will er das? Oh. Geht mit, Ich glaube, ja. Rocket Luffy macht sehr viel Sinn, Ja, glaube macht ich, sehr auch viel damit. Sinn. Also Kusan Luffy macht auf jeden Fall Sinn. Okay, wieso spielt der Kusan nicht aktiv? Naja, macht eigentlich keinen Unterschied. Ist eigentlich egal in dem Matchup. Definitiv, das macht eigentlich keinen Unterschied. Oh, Oh, der okay. passt. Das ist interessant. Hat nicht Rocket Luffy Effekt benutzt, was ich eigentlich dachte, um die Kaya zu KO'en. Gut, kann er auch gleich ja noch machen. Wir haben aber davor das Match auch schon gesehen. Das war viel ist oder ist vielleicht gar nicht so dumm, das direkt zu machen. Weil wenn er jetzt eine Margaret spielt, kann er mit dem Luffy schon was Richtiges spielen. Ja, dann ist es vielleicht sogar besser. Wir haben jetzt erstmal den 5K Swing. Klar, einfach Block, weil da wird nichts passieren. Und jetzt schauen wir mal rein, ob er eine Pilaf spielt oder eine Margaret. Es ist eine Pilaf. Oh.
Oh. Das ist schon der zweite. Und jetzt Noch ein für eins noch Dreier. eine. Nee, boah, das wär's jetzt. Es ist nur eine Gloriosa. Hat er denn ein Target? Das ist die Frage. Schauen wir mal in seine Top 5 rein. Hat er auf jeden Fall, denke ich mal. Mal gucken. Hat er eine Love Love oder eine Snake Dance? Jetzt können wir es sehen. Naja, will uns das nicht zeigen. Hält es noch geheim. Jetzt sehen wir es. Jawohl, da ist eine Love Love. Oder eine Snake Dance und entscheidet sich für die Snake Dance. Was auch Sinn macht. Ja? Die Karte ist schon, die ist schon sehr, sehr gut. Und dann der Pass mit 5 offenen Dons. Jetzt bin ich gespannt, wie das Fabi spielt. Wir haben das Matchup oft genug geübt, tatsächlich. Manchmal kann man nichts machen. Wenn Nami triggert, dann triggert Nami. So sieht's aus, dagegen kannst du nichts machen. Jawohl, könntest du schon. Du könntest Banish Nami spielen und dann hoffen, dass diese Trigger wegkommen. Aber Ja. das wird natürlich niemals passieren. Zumindest nicht in Black Yellow. Außer irgendwas Verrücktes passiert Ja, noch. in Yamato auf jeden Fall. In Yamato auf jeden Fall, genau. So, wir haben natürlich erstmal den Luffy-Effekt. Ist klar, das ist ganz wichtig, dass er da den Free Boost bekommt. Deswegen ist diese Karte auch so wichtig. Und jetzt kann er richtig reinrennen, ja. 5 offene Dons nur. Und da kommen jetzt auf jeden Fall viele Attacks. Wir fangen erstmal an mit einem 10K. 10K ist schon mal richtig. Ah, da wird er jetzt Kaya hochschicken. Ich weiß nicht. Das ist halt das Problem. Er hätte Rocket Luffy benutzen können. Ja. Als erstes dann, bevor er irgendwas anderes macht. Das stimmt absolut. Da bin ich bei dir. Das Ding ist, wenn er jetzt mit einer Snake Dance countert, braucht er einen 2K oder eine weitere Event. Und das kostet den am Ende dann auch 3 Dons für den ersten Angriff. Das ist schon viel. Mal schauen, ob er das aber so macht oder nicht. 3 Dons oder 2 Dons für Snake Dance plus 2K. So, wir sehen auf jeden Fall die Snake Dance. Kaya auf die Oh, das Hand. tut weh. Das tut weh. Hat er eine Apis zum Countern? Ne, sogar besser. Ja, das tut dann weh. Ja, das ist. Ah. Also aus meiner Erfahrung sieht anscheinend nicht so gut aus, dass man Kaya hochschickt, aber diese zwei Karten gleich wieder ziehen, ist so viel wert, die Ja, Nami. für einen Don halt auch, ne? Das ist halt das Krasse. Der hätte den Feuer schießen müssen. Na, da gehe ich mit dir. Vor allem er kannte die ja auch. Dann macht es sogar noch mehr Sinn, dann direkt zu sagen, yo, die hau ich dir erstmal weg. Aber gut, so ist es nicht. Wir haben jetzt erstmal 9K Swing und den nimmt er sogar. Trigger? Oh, Nicht. die tut Ja. richtig weh. Ja, jetzt überlegt er, was er hochschickt. Eieiei. Ja, die tut weh. Oh Mann. Snake Dance Trigger ist schon, die ist schon heftig in dem Matchup. Wenn du halt auch was bei Nami liegen hast. Ja. Aber auch da hätte er Sag. umspielen können. Wenn er den Rocket Luffy da schon benutzt. Und den schickt er jetzt auf die Hand. Das ist das Problem, ja. Richtig. Ein Attack weniger. Los, er hat die Searcherin wieder auf die Hand bekommen, womit er wieder noch was finden kann gleich. Ja, also zwei sehr wichtige Karten im Deck, die auf dem Board waren, sind jetzt wieder auf der Hand. Das ist das, was bei Nami halt auch so stark ist, dass du jetzt Möglichkeiten hast, genau das machen zu können. Das war früher nicht so leicht, jetzt geht das halt. Und so ein Trigger ist dann schon insane. Falls jemand nicht weiß, was der Trigger macht, der bounced dir eine Karte vom Feld auf die Hand und dann kannst du vom Gegner einen 5-Cost oder weniger bouncen. Ja, und das ist gegen Black Yellow ja fast jede Karte, außer Moria. Das ist schon brutal. So, wir haben erstmal nochmal einen 9K Swing. Und zwei Swings können da noch kommen. Den verteidigt er jetzt raus. Erstmal mit einer Whitesnake. Geht damit auf 6 für den Turn und zieht noch eine Karte. Und jetzt bräuchte er am besten eine Gavel. Ja, die schönen Boostwürfel, die mag ich, die habe ich auch. Und dann sollte das eine Gavel werden. Dann ist er da schon raus aus dem Angriff. So sieht es auch aus. Ein All-Stars weg, jawohl. Was mildt er? Apis und Gavel. Okay, ist okay. Ja. Jetzt kommt ein 6K-Swing von Kusan. Countert er raus mit einem 2K?
Ja, und für 2 kommt jetzt erstmal Leadability. Und dann geht nochmal mit 9 rein. So sieht's aus. Und der wird auch durchgehen. Da muss er hoffen, dass er keinen Trigger da rausbekommt. Legt er sich ins Live, Luffy und Sabo. Und für die 2 spielt er den Luffy jetzt aus. Und boostet sein Leader damit auch. Das passt. Und jetzt der Neukastring. Mal schauen. Den nimmt er. Haben wir einen Trigger? Boah, ja. Spada. Oh, Spada tut weh. Also die ersten beiden Trigger, ja, die sind schon insane. Die ersten beiden waren schon sehr, sehr, sehr stark. Oh, da muss er sogar lachen. Da muss er lachen. Ja, er weiß, das waren... Hat schon gesagt, du triggerst wie ein König. Ja. War schon ein insaner Turn hier. Für Nami, obwohl es halt nicht mal der Nami-Turn war. Das ist ja das Krasse. So, wie viel Deck hat er? Das tut mir sehr leid für Fabi. 6, 9, der hätte, aber der hätte definitiv Kaya schießen müssen zuerst. Ja, ja, 100%. 100%. Das wird jetzt auf jeden Fall... Was spielt er denn? Noch ein Pilaf? Ja, boah, noch ein Pilaf. Oh... Oh. Ja, es ist. Das wird sehr schwer, ja. Er hat ja noch eine Kaya auf der Hand, eine Gloriosa hat er auch noch auf der Hand. Kann mit 2 Dons nochmal plus 2 gehen, plus, also für 3 Karten nehmen aus dem Deck. Das wird schon, das sieht schon nicht so gut aus, ja. Müssen wir zugeben. Also ich will nicht vorher die Schlüsse ziehen, aber ich habe so oft gegen Nami gespielt, auch im Top Guard. Es ist, das erste Game geht auf jeden Fall wahrscheinlich an Nami tatsächlich. Mhm. Aber wie gesagt, es kann alles noch passieren. Auf jeden Fall. Sieht aber schlecht aus. Peter. Ah, okay. Habe ich auch noch nie gesehen. Die blaue Hina. Die habe ich zuletzt in Saka gespielt. OP05-Format. Hast du recht, ja. Ich habe nicht mitgezählt. Ich konnte das leider nicht erkennen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Und das reicht mir erstmal als Erkenntnis. Ja, definitiv. Sieht schon sehr gut aus. Schauen wir mal rein, was Fabi hier zaubern kann. Er hat auf jeden Fall jetzt schon mal ein gutes Board, um gut Druck aufzubauen. Aber Nami fehlt halt auch nicht so viel und hat auch 7 Dons offen, wenn ich das jetzt richtig sehe. 2, 4, ne, sind 6, glaube ich. Ja, sind 6, genau. 6. Mal schauen. Wenn ich mich nicht irre, hat er sogar noch Snake Dance wieder auf der Hand, womit er wieder Kaya hochschickt, dann ist da. Also wenn ich das nicht falsch gesehen habe, das tut unheimlich weh. Noch einmal Kaya hochzuschicken. Das wäre schon krass, ja. Da hast du recht. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht sogar kommt. Oh, den nimmt er. Noch ein Trigger? Ja, noch wieder, ein Trigger. Wieder. Bruder, das ist brutal. Das ist wirklich. Also da brauchen wir uns nichts erzählen, Freunde. 2 Snake Dance und Trigger, wo beide ihre Value haben, das ist brutal. Nee, das kann ich dir gerade nicht glauben. Der hat den gerade einen 8K ohne Donnervest mit Attack weggenommen und seine Kai auf die Hand bekommen. So mächtig ist halt Snake Dance der Trigger. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht musst du echt so spielen, dass da nichts auf dem Board liegt bei Nami, damit dieser Trigger dich nicht komplett auseinander nimmt. Vielleicht ist das der Weg. 8, 9, 10, 11, 12. Also ich glaube 14 circa. 14 Deckkarten. Ja, ich glaube auch. Mal gucken, was Fabi jetzt hier noch zaubern kann. Also es läuft schon mal echt, die Trigger laufen gegen ihn. Ja, wenn er keine Ahnung, Spada oder was weiß ich triggert, ist das ja schon echt heavy. Aber Snake Dance tut mindestens genauso weh. Das ist schon hart. So, wir haben jetzt erstmal einen 10K-Swing. Also den ersten 10er, den hat er genommen. Jetzt kommt der zweite 10K-Swing. Mal gucken, was er jetzt aus dem macht. Muss er rauscountern. Muss er, ja. Aktiviert. Was soll nicht? White Snake? Jawohl. Kommt auf 6.
Dann Lauf Mello auf der Hand, kann er leider, also kann er aktivieren, aber er darf dann leider keine Karte ziehen. Ja, das ist das Problem. So macht das keinen Sinn. Er hat Gewels, hat er noch ein Gewels? Oh, oh. Oh, Kajamil und Rubberband. Okay, das tut ein bisschen weh. Ich glaube nicht, weil der hat nicht mal darauf geachtet, dass er gechasht hat. Boah. Ich glaube, jetzt circa 7 oder 8 Deckkarten hat der Nami-Spieler noch. Eine Kaya hat er ja auch noch auf der Hand, muss man auch noch sagen. Bin gespannt, und er muss eigentlich angreifen. Ein hoher Zwing jetzt. Eigentlich schon, ja. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13. 13 Deckkarten noch. Dreizehn auf zwei Leben, das ist eine gute Zahl, ja. Definitiv. Hat er zwei Kajas auf der Hand? Zwei, Eieieiei. ja. Richtig. Sind gleich 5 Karten, sind gleich auf jeden Fall weg. Ja, Oh, auf und zwei zweimal Leben. Kaja. Ich habe das Gefühl, der hat da noch zwei insane Trigger. Was aktiviert der? White Snake, ja. Will ich auch machen, und dann noch eine Kaya gezogen. Ja, Das ist das ist brutal. bitter. Das ist bitter. Es geht auf 7, das Life nimmt er. Und jetzt triggert der noch eine Pilaf, pass auf. Ne, Boah, nee. tatsächlich nicht. Okay. Wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, mit Draw for Turn 11 und dann hat er noch drei Kayas auf der Hand. Kann auch von 11 auf 9, 7, auf 5 runtergehen. Das ist schon hart, ja. Boah. Müssen wir mal schauen, ob das reicht. Da bin ich jetzt echt gespannt. Fabi checkt jetzt auch nochmal, was alles schon raus ist. Was er noch triggern könnte, was er noch ziehen kann. Er weiß halt ganz genau, diese Kaias sind da noch. Ne, ne, Pest. Kein Angriff mehr. Ja, das ist auf 7. Jetzt bin ich gespannt, wie Kai, wie die Nami das jetzt runterrennt hier. Boah, drei, ist das eine Pilaf oder Margaret? Ist eine Pilaf. Boah. Ja, er erzählt gerade, ob er die Searcherin spielen soll. Richtig, er erzählt Ja. gerade, wie viele Targets er noch im Deck hat. Genau. Und das macht er jetzt, glaube ich, auch. Ja, ist auch richtig so. Ja, Margaret habe ich gesehen, hat getroffen. Mello, Mello. Nennt wahrscheinlich Mello, Mello.
Hier fragt einer, warum er mit 7K nicht angegriffen hat, weil wenn der Nami das nimmt und das ein Trigger ist, verliert er zu 100%. Deswegen, richtig, definitiv. Deswegen hat er nicht angegriffen. Ah, das sind noch 8 Deckkarten, aber ich... Ah, das sieht schon sehr, sehr gut aus für Nami, muss man ehrlich zugeben. Mal gucken, ob das ein richtig knappes Ding wird oder ob das jetzt hier klar geht. Was mich ein bisschen schockiert ist, dass der Nami-Spieler, der hat das auf jeden Fall gewonnen. Und der sollte einen Ticken schneller spielen, weil im Time verliert er. Ja. Der darf nicht, also wenn das zweite Game an Fabi geht. Hast du recht. Vorausgesetzt. Der muss das schneller spielen. Das ist... Noch eine Kaya. Noch ein Kaya. Nee, macht sogar die Dings. Heftig, okay. Ja, er weiß ja, dass jetzt... er weiß ja jetzt jede Karte, plus er weiß, dass ganz unten eine Kaya ist, die er jetzt damit wieder nach oben schiebt, weil die Karten nach unten gehen. Das heißt, er spielt jetzt eine Kaya, zieht auf jeden Fall eine Kaya nach. Genau, das werden wir jetzt auch sehen. Ja, und durch Gavel hat er sowieso das Ding durch. Es ist durch, das ist 1-0. 1-0, richtig. Das ist auf jeden Fall durch, das Ding, ja. Kann das hier sogar mit... Noch, ja, mit der Kaya... Und dann hat er noch genau eine Deckkarte oder zwei. Ja, eine und er hat eine Gavel auf der Hand. Deswegen GG. Das er kann sogar mit Hunger beenden. Komm, mach kein großes Drama draus. Jawohl, macht er auch. Hunger und beendet. GG, okay. 1-0 für Nami, Freunde. Kann man nichts machen. Die Trigger mitgespielt und... Oh, wär noch ein Trigger gewesen. Was war da? Es war da, richtig. Boah, brutal. Ja, das ist brutal. Aber genau das braucht Nami halt auch irgendwo, ne? Man muss hoffen, dass man diese Trigger im Live hat. Man muss hoffen, dass das Deck irgendwo dann mitspielt. Und es hat funktioniert. Deswegen 1-0 für Nami, aber alles noch drinne. Wir gehen in Game 2 rein und mal schauen, ob Fabi das noch drehen kann. Ah, die Snake Dance, die haben schon, die Snake Dance... Aus dem Trigger, die waren schon insane, ja. Zwei Snake Dance, eine Spada. Das letzte Life wäre auch eine Spada gewesen. Ja, kann man nichts machen. Da kann man auf jeden Fall nichts machen. Nee, da machst du gar nichts. Naja, wir schauen mal rein, ob Fabi das hier noch irgendwie drehen kann. Noch alles offen. Aber von der Zeit her hast du recht. Da muss er auf jeden Fall jetzt gucken, dass das Game nicht allzu lange geht. Das ist halt die Schwäche bei Nami. Nami kann man halt in den Top-Card-Runden außer Finale kann man die besiegen durch Zeit. Wenn das dritte Game anfängt und die sind kurz vor Timeout, haben nicht viel gespielt, viele Turns, dann geht das definitiv an den anderen Spieler. Ja. Ja, absolut. Außer er hat so viele Counter und bleibt auf 5 Life. Weil der BY-Spieler hat ja 4 Life, dann kann er das auch gewinnen. Aber sobald er ein Life nimmt und beide 4 Life haben, gewinnt es zu 100% der BY-Spieler, weil Nami weniger Deckkarten hat. Ja, richtig. So sieht's aus. Aber soweit muss es erstmal kommen. Gucken wir mal, ob Fabi das sogar verhindern kann. 31 Minuten, ja. Plus wie viel Overtime? 10? 10, aber die Züge bleiben gleich. Ja. Also sprich 0 bis 3, theoretisch jeder 2 Züge noch. Einfach beten, dass dann Nami wieder nicht gut triggert. So sieht's aus. Ja, aktiv ist es so, wenn man gegen Nami spielt. Ja, klar, natürlich. Musst du hoffen, wenn du gegen Nami spielst. Ist ja logisch. Du musst hoffen, dass Nami nicht allzu krass triggert. Das ist klar. Das weiß jeder, der gegen Nami schon öfters gespielt hat. Und vor allem, wenn du dann noch gegen Nami-Spieler spielst, die ja auch sehr, sehr gut sind. Klar, Glück gehört dazu. Das ist aber auch ein TCG. Das ist normal. Aber es macht natürlich nochmal einen Unterschied, wie gut dann auch der Spieler am Ende ist. Und wie perfekt der welche Karte spielt, wie gut er sich was merkt. Auf dem Level ist es sowieso hart. Schauen wir mal in die Hände rein. Namis Hand mit... Gucken wir erstmal Fabis Hand, der geht hier second.
Moria sehe ich, Ice Age, Sabo, zwei Stück glaube ich sogar. Na, ist glaube ich nicht die beste Hand, wenn ich ehrlich bin. So wie ich das Indirekt mitbekommen habe, haben die Judge gesagt, wir müssen schneller spielen, was auch richtig so ist. Finde ich gut. Ah, Fabi spielt Ace. Guck mal, der hat einen Ace drinne. Ah, das sehe ich jetzt auch. Oh, und Luffy aus dem Leben bekommen, den Starterdeck Luffy. Das ist wichtig, dass er den bekommt. Kann jetzt hier auch direkt bei 4 Dons schon den Sabo-Combo-Play machen. Und kann natürlich nochmal für 7k swingen, was auch passieren wird. Wird geblockt wahrscheinlich, Ja. jawohl. Muss er machen. Noch ein Babysau, okay. Eieieiei. Ei. Ja. Pilaf von PES. Er hat auf jeden Fall eine Kai auf der Starthand gehabt, den behält er die ganze Zeit. Finde ich interessant. So, da ist der Starter Luffy. Und direkt der Pass. Überleg gar nicht. Da werde ich natürlich nicht swingen. Gar nicht groß überlegen. Einfach ganz schnell gemacht. Mal gucken, was jetzt bei Nami hier kommt. 7 Noch ein Dons. Pilaf. Sieht nach noch einem Pilaf aus, ja. Das ist Double Pilaf, 4 Dons noch über. Ein Kaya spielt da wahrscheinlich. Der hat noch einen Snake Dance auf der Hand, das habe ich auch gesehen. Ja, kommt jetzt auch Kaya, denke ich mal auch. Mal gucken. Jo. Das sind schon wieder 4 Karten, ne, die er jetzt schon gezogen hat. Davor auch wieder 2. Ist wieder ein guter Start hier mit 5 Mehr. Leben. Tatsächlich, ja, das ist ein sehr guter Start. Wenn er jetzt auch noch in den Snake Dance reinläuft und den Kaya wieder hochbaut uns, eieiei. Mal gucken. So, Fabi fängt schon an, sich zu awaken. Mit Starterdeck Luffy, mit Flampe. Switch jetzt noch mal. Okay, hat schon mal einen kleinen Luffy, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass er den hat. Jetzt die Frage, ob er auch einen Rocket Luffy hat. Der wäre jetzt schon sehr, sehr wichtig, dass er die Kaya jetzt von Anfang an mitnimmt und nicht in die Snake Dance reinläuft. Das ist ganz wichtig. Wir haben Leader-Effekt. Mal gucken, hat er einen Rocket Luffy? Ja, hat er. Sehr Jawohl. wichtig. Der ist wichtig. Den hat er, kann er jetzt mit Sabo ins Live legen. Und den Luffy hat er ja eben gesearched, deswegen sage ich, der war ja ganz, ganz wichtig, dass er den findet. Und da kommt auch schon direkt das Replacement. Ah, der hat zu viele Charakter, genau. Muss einen runternehmen. So. Und den Rocky Luffy muss er jetzt definitiv jetzt schon benutzen. Den darf er jetzt nicht liegen lassen. Macht er auch, sehr gut. Zieht dabei natürlich noch eine Karte. Auch Ja. der hat den Ruffy von der Hand gespielt, richtig, den kleinen? Nochmal? Den hat er aus der Hand gespielt, ja. Hat er dafür Dons gerestet? Ich habe das jetzt gerade nicht drauf geachtet. Boah, ich habe da auch nicht drauf geachtet. Ja, er hat, er hat, er Jetzt hatte. hat er Genau, nachträglich hat er genau. das jetzt. Ja, ich war gerade überrascht. Oh. Oh, oh, Ah, oh, Fabi, oh, oh. ey, Mann, Mann, Mann. Ja, du im Sleep. Ja, es ist einer der schlimmsten Trigger, was man bekommen kann mit Pilaf. Ja, auf jeden Fall. Die beiden sind die schlimmsten, ja. 100%. Da gehst du einfach plus, ohne irgendwas abschmeißen zu müssen, ohne irgendwas machen zu müssen. Das ist schon brutal. Zwei Karten. Der hat noch einen Pilaf jetzt gerade gezogen. Hat er noch eine Pilaf gezogen? Das Ich gibt's doch meine, wenn ich nicht. das richtig gesehen habe.
Ich erkenne es leider nicht. Ich glaube, in der Mitte habe ich den Pilaf verkannt. Auf 7 Don. Ja, das ist eine Pilaf. Ne, auf 9, auf 9, auf 9, 9. ja. Oh. Pilaf Nummer 3. Brutal. Das kann man jetzt schon zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3, 24, circa? 24, 23, 24, Ich hab sowas. 24. Boah, auf 4 Leben Was mit auch mit der dem Clip? Hand. Boah, das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Nee, das sieht. Brutal, aber was will man dagegen machen? Das ist Nami, wenn Nami, wenn das Leben, wenn das Deck mitspielt, wenn du die Karten ziehst, die du ziehen musst, wenn du die Karten millst, die du millen musst oder willst, weil das nicht wehtut, ja, dann gewinnst du. Dann verlierst du wahrscheinlich so gut wie kein Matchup, außer vielleicht Purple Luffy und Law, weil das sind Horror-Matchups. Ansonsten, ja, Nami, das ist halt Nami, ja. Aber noch alles drin, mal gucken. Mal gucken, ob Halt auch Fabi das hier holen unnormal kann, viele Handkarten. ja. Ja, das ist ja das. Das ist auf 4 Leben, ne? Guck mal. Auf 4 Leben, so viele Handkarten. Ja, ich sehe da nur schwarz, ehrlich. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Wir haben den 10K Swing. Eine White Snake, ja, eine White Snake geht auf 6. Den Kaya nachgezogen. Ja, hat er. Noch eine White Snake. Geht damit Auf den Turn 7. auf 7, genau. Dann spielt er in Gavels. Genau, dann kommt eine Gavel. Mal gucken, was er dabei millt. Zwei All-Star, das wär's jetzt. Ne, Gavel und Snake Dance, okay. Ein Don noch offen. Boah, das ist unfassbar. Ja, das ist bitter. Ich weiß, auch wenn man dagegen spielt. Ja, und du musst das. Du kannst ja, das ist ja das Problem. Du kannst ja dagegen nichts Man ist so machen. machtlos. Du bist machtlos, ja. Du kann, Richtig. du, du kannst nur zuschauen und gucken und hoffen, dass nichts passiert. Du kannst es nicht umspielen, ja, außer mit Banish. Und wir brauchen jetzt nicht darum reden, dass man solche Karten deswegen spielen muss. Das macht keinen Sinn. Du kannst dagegen einfach nichts machen. Das ist halt einfach so. Was ist hier passiert? Das weiß ich leider nicht. Okay, der Judge sollte nochmal zählen. Ah ja, okay. Hand von Fabi sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, aber so viele Handkarten, 4 live und dann, lass mich nicht lügen, ist er auf circa 22 Deckkarten. Das ist. Und da hat er auch noch auf der Hand Kaya, hat er auch noch. Ja, diese 4 Leben mit der Hand, mit der Anzahl an Handkarten, das ist das, was mir Sorgen bereitet. Wenn er hier mit 3, 4 Handkarten sitzt, okay. Aber der sitzt ja da mit 7, 8 Handkarten auf 4 Leben und einen 7 Kalida gerade. Klar, er hat nur noch einen Don, aber das ist schon hart. Also, die Angriffe müssen jetzt durch und er darf keine Trigger mehr bekommen. Dann sage ich, könnte das nochmal spannend werden. Mal gucken, ob das Richtig, passiert. Jetzt kommt richtig. jetzt erstmal ein 7K Swing into 7. Ja, wir haben eine Api Star, die kann er abschmeißen. Als 2K. Wie viele Handkarten sind es? 10 Handkarten? Ja, sind um die 10, glaube ich, ja. Zwei noch unter Leader Ability. Okay, schmeißt den Ace ab. Okay, das ist gut. Damit kriegt er jetzt den Extra-Angriff noch mit Ace hin. Müsste auch Ace Luffy noch auf der Hand haben, dass er beide rausspielen kann. Erstmal natürlich hier. Ah, Luffy ist auf dem Feld sogar noch, ganz außen. Also passt das ja sowieso. Genau, dann Luffy-Effekt. Leader geht auf 11K insgesamt. Drei Dons über. Könnte also 10, 11 jetzt noch swingen. Oder sogar. Weil da ist nur ein Don offen, überlegen mit dem Sabo sogar noch reinzuswingen. Ah, er dachte gerade, dass er. Okay, er dachte, dass er noch die Dons für Luffy nicht gemacht hat, aber der war auf dem Feld. So, Richtig. wir haben 9K Swing into 7. So, jetzt bin ich gespannt. Was hat er denn für eins? Wir haben eine Rubberband. Hat er noch eine Gavel auf der Gavels hat er Hand? auch. Hat er auch ganz links, Gavels hat glaube er ich, auch ja. noch. Behält er wahrscheinlich noch. Würde ich auch halten, Kann ja. ganz easy. Rubberband aktivieren und einen 1K abschmeißen, 2K abschmeißen, ist Naja, macht er egal. auch, macht er auch. Das wird auch passieren. Nee, der spielt Gavel hier. Heftig. Mit Margaret, Milz 2. Mal gucken, was er Milz, Barda und Snake Dance. Und jetzt Und den kommt nimmt er dann. Ja, dann. den nimmt er dann, genau. Und jetzt Trigger. Aufpassen. Trigger-Alarm. Nee, kein Trigger.
Das war aber wiederum auch falsch gespielt, weil er hätte einen Don Sabo geben können. Der hatte keine Dons mehr offen gehabt. 7 auf 7 gehen und danach 11 auf 7. Ja, vielleicht kann er 15k nicht auskontern. Guck mal, seine Handkarten. Er hat nur 4 Handkarten, ne? Darauf muss man achten. Wie gesagt, Mal wieder. das hätte klappen können. Und wenn er so verliert, glaub mir, danach, boah, dann bist du gebrochen, wa? Wenn du von einem Das 15k stimmt. Nami Swing verlierst. Oh, guck mal, die letzte Karte, er trifft. Boah, wichtig. Dass er da trifft, ist sehr wichtig für ihn. Und legt eine Kaya nach unten. Heißt, er weiß auch, okay, irgendwann, wenn ich unten angelangt bin, sehe ich nochmal eine Kaya. Da ist jetzt erstmal noch eine Kaya. Draw 2, Trash 2. Boah, ich glaube, der hat eine Pilaf nachgezogen. Wenn ich das nicht falsch gesehen habe, ganz rechts, habe ich, glaube ich, eine Pilaf erkannt. Ey, die Hina, das finde ich Auch heftig, noch. ne? Er kann auf drei Don sehr gut kommen. Mhm. 14, glaube ich. Waren das 14? 13, 14, irgendwie sowas? Ja, Pilaf. Oh, das Boah. Pilaf. Also die Hand ist perfekt. Perfekt, perfekt. Das ist. Nee, das ist leider GG. Ja, Das ist, tut mir das sehr ist leid. durch. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe selber 2-0 verloren, Top 6, und ich weiß, wie man sich fühlt. Boah, im Das ist Halbfinale, unfassbar. das ist schon hart, ja. Was will man dagegen machen, Freunde? So ist das. Es ist offiziell noch nicht durch, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus für Nami. Weil wir die Hand gesehen haben, 3 Life, da ist nicht mehr so viel im Deck. Es fehlt nicht so viel bis zum Sieg. Mal gucken. Boah. Ich glaube, er überlegt, glaube ich, gerade vielleicht. Macht es Sinn, eine Margaret zu spielen oder eine Pilaf hier? Er hat mehrere Optionen tatsächlich. Er hat so viel, er hat auch, wie Hina viele auch Rubber Bands hat er auf unten. der Hand? Zwei, drei. Eieiei. Ne, hat gepasst. Was macht die Hina nochmal on Passt. Play? Eine Karte ziehen. Wenn Draw du one. fünf, glaube ich. Ja, fünf oder weniger hast, Ah weiß ja, ich. richtig, ja. Also ist für die First Turn halt. Pin First Turn, ja. Macht Sinn. Und am Ende immer noch ein 1K. Okay, gute Karte. Damals in Saka gab es auch ein paar Tags, die gespielt haben. Ja, das weiß ich noch. Ja, ich habe auch 2 bis 3 gespielt. Ich habe die Ja. Karte auf First sehr gut gefeiert. Ja, die war schon sehr gut. So, erstmal die beiden Boosts. Also jetzt muss eine Angriffswelle kommen, die richtig schallert, ohne Trigger. Dann wird es nochmal spannend. Aber das wird nicht leicht. Ich glaube nicht daran. Das ist, Ich glaube es auch der hat nicht. jetzt extra auch die Dons offen gelassen, weil er so viele Rubberbands hat zu aktivieren und er trasht immer jedes Mal eine Karte. Und da sind jetzt, lass mich nicht lügen, 17, 18. Ja, wir Er wird schauen jetzt mal alles mal. aktivieren, er wird auch sein Life nehmen. Wird komplett auf 0 Life, also hat nächsten Turn wahrscheinlich gewonnen. Ja, mal schauen. Wir fangen an mit einer oh, Snake Oh, Dance. Snake jetzt auch noch. Kaya auf die Hand, Rubberband, mild dabei auch eine Rubberband und ist damit schon aus dem Angriff raus. Mit Kaya und Pilaf plus Draw sind schon 5 Karten quasi weg. Okay, Fabi swingt jetzt hier für 7 mit Ace. Interessant. Noch ein Rubberband. Mild dabei, 2K und schmeißt noch eine Hina ab. Ja, da kommt die Hina schon gut, ja. Am Ende als 1K für diese 7K Swings auch immer wichtig, da sowas zu haben. So, jetzt kommt ein 9K Swing. Gucken, wie er das jetzt verteidigt. Den nimmt er sogar. Oh, Ach du Spada-Trigger. Scheiße. Ich glaube, die können das selber gar nicht glauben, aber das läuft schon, das ist schon gigantisch, wie das für den läuft.
Ja, der entschuldigt sich auch, glaube ich, gerade. Ich glaube auch, dass er sich entschuldigt hat, wenn ich ehrlich bin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich habe zweimal 11 gerechnet. Ich glaube auch, ja. Und ich glaube, Fabi weiß auch, dass das eigentlich so gut wie durch ist. Aktiviert er noch ein Rubberband? Kann auch Nimmt er nehmen. auch, Kann auch ja. live gehen. Ja, kann er machen. Absolut. Ich Ja, spiele das. selber gerade nicht, aber ich fühle mich gerade selber verzweifelt. Ja, ich weiß, Bro. Das knallt rein. Das ist halt egal. Also, es ist ja egal, gegen was er verliert im Halbfinale. Am Ende ist es einfach bitter, weil du so nah dran bist und du verlierst es. Aber gegen Nami, das frustriert dann noch mehr, weil du kannst dagegen nichts machen. Wenn du gegen Lucci spielst, wenn du gegen Bonnie spielst, ja, du hast es irgendwo in deiner eigenen Hand. Gegen Nami hast du es nicht in deiner eigenen Hand. Man macht das, was man machen will, und es bringt ja nichts. Wenn das Spiel am Ende entschieden wird, weil er den Rocket Luffy als Beispiel jetzt wirklich verhauen hat, dann ist es was anderes. Aber hier mit den Triggern und mit der Starthand, die schon perfekt ist, dagegen kannst du nichts machen, ja? Das ist egal, wer dagegen spielt. Richtig. Acht Das ist Deckkarten hat das. er noch. Mal aktiviert sogar Apis. Ja, weil Kann er sogar weiß, noch dass einen er Kaya jetzt. Ja, suchen. er weiß, glaube ich, dass er die sogar hittet. Meine ich Ja, zumindest. richtig. Jo, da Drei ist er. Gevels, Oh, ja. Doppelkaya. Kaya, Ja, zwei ist Stück. GG. Eieiei. Das ist Es ist durch. GG. Das ist 100% durch. Also, wie viel hat er noch? 3 plus die 4, 7 hat er noch. Und er hat noch wie. Ne, Kaya nochmal noch. Ja. Macht er Vier sogar gar Karten nicht, zieht ne? er nochmal zwei Kaias auf der Hand. Hat er 2 auf der Hand? Jo, ist GG, Freunde. Das ist Versuch das mal durch. noch. Ja, deswegen hat er die Kaya auch so nicht nach ganz oben gelegt, sondern halt an zweiter Stelle, weil jetzt weiß er, dass er mit der Kaya, die er jetzt spielt, sie hittet und dann hat er 2 Kayas und das Ding ist 100% durch. Nami wird im Finale stehen, Freunde. Ja, sehr, sehr, sehr bitter für Fabi. Sehr schade, ein Bruder von uns hat es leider nicht geschafft. Aber am Ende, ich glaube, er kann trotzdem stolz auf sich sein. Top 4 ist eine super Leistung. Dagegen Hat kann man zwei nichts Kills. machen, ja. Zwei Kills. Ja, und 4 Karten, das ist GG. GG. Das tut mir auch sehr leid, wie du schon gesagt hast. Dagegen machst du nichts. GG, Freunde. GGs in den Chat hier für Nami, aber auch für Fabi für die Leistung. Dagegen machst du gar nichts, ja. Das ist GG. Dagegen machst du nichts. Wir haben unseren ersten Finalisten mit Nami. Nami wird im Finale stehen. Und wir hören mal rein, was die Kommentatoren sagen. Komm. 100% well piloted there, and yet luck is on his side with the triggers. But you know what? That's what happens sometimes. And it was just you saw it halfway through the game when Sehr fair, Freunde. Trigger Lasst die GGs in den fell Chat off. für beide Was it da. draw two cards and Fabi just Yeah, you know, impel trigger, the all yeah, stars the trigger. impel trigger. He just put his hand face in his hand. He knew that it wasn't going to be his day today. Everything was just going Luka's way here. But yeah, well done. You've just beaten last year's European champion, Yeah. the reigning European champion from 2023 has just been beaten in the semi-final here by a Nami deck. So we're going to see another Nami versus Black Yellow Luffy in the final. Ja, war Yeah, absolut nicht zu holen, absolutely. leider. Da war nichts zu holen, Freunde. Deswegen, das war unser Halbfinale. GGs auf jeden Fall an beide. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist das Finale. Deswegen schaut euch das unbedingt an, Freunde.